Hey Leute, cool, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute mal eine Frage an euch. Und zwar müsst ihr euch dafür was vorstellen. Stellt euch mal vor, ihr wärt ein kleiner Affe in einem Zoo und der Zoodirektor hat mit euch ausgemacht, dass ihr jeden Tag einen Apfel bekommt, damit ihr keinen Aufstand macht und die Leute mit Dreck beschmeißt, sondern einfach ein lieber Affe im Zoo seid. Auf einmal werden die Äpfel aber immer kleiner, die werden kleiner und kleiner und ihr könnt gar kein affenwürdiges Leben mehr führen. Die werden kleiner, obwohl das Bundesverfassungsgericht schon längst entschieden hat, dass du mehr Äpfel kriegen musst, wenn die Äpfel kleiner werden. Was würdest du tun, wenn du mit deiner kleinen Affenhand plötzlich durch die Gitterstäbe fassen könntest, weil dort drei Äpfel liegen, die du kriegen könntest? Das kannst du nur einmal machen. Du kannst dich nur einmal erst ausstatten mit diesen drei Äpfeln. Aber würdest du dir diese drei Äpfel nehmen, wenn du könntest, in Anbetracht, dass der Zoodirektor dir nicht genug Äpfel gibt und nicht die Äpfel, die er dir versprochen hat, für ein affenwürdiges Leben? Was würdet ihr tun, wenn ihr der kleine Affe wärt? Würdet ihr weiter auf die doofen Regeln des Zoodirektors hören, der sich nicht einmal selber an die Regeln hält? Oder würdet ihr euch die drei Äpfel nehmen, mit dem ihr zwar langfristig immer noch weniger Äpfel habt, als euch versprochen wurden, mit denen ihr aber kurzfristig ein paar Äpfel bar auf der Hand habt? Oder würdet ihr nicht zugreifen und wenn ihr einen kleinen Affen seht, der sich die Äpfel greift, würdet ihr sagen, das ist aber ein böser Affe, der hält sich gar nicht an die Regeln. Welcher Affe wärt ihr? Sagt es mir, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Die Idee zu dem Video hatte ich, nachdem ich das Video, wie kommt man an die komplette Erstausstattung ran gemacht habe. Vielleicht inspiriert euch das ja, dort zu kommentieren und Tipp zu geben. Vielen Dank im Voraus, passt gut auf euch auf, bis bald und tschüss!